Durchgespielt. Drakensang Online wurde durchgespielt von einer Person, nämlich mir. Ich habe mir nämlich selber ein Ziel gesetzt, was ich geschafft habe, mehr, mal weniger. Das vorherige Ziel war halt, noch die Waffe fertig machen. Und ich dachte mir so, ja, ich denke so, im Oktober wird die Levelerweiterung kommen. Da hast du ja noch ein bisschen Zeit. Nimmst du noch ein weiteres Ziel vom. Okay, das Neumond-Event ist jetzt gerade weg. Den einen Mann, weißen Mantel noch holen, damit der da 360 Critical Schaden hast. Ja, aber dann kam jetzt die Ankündigung, ja, wir bringen eine Level-Erweiterung, ne? Ja, warum? Upsala. Warum ist denn das jetzt so schlimm? Naja, man braucht es doch noch einmal nur angucken. Nur so vorneweg. Man muss für einen royalen Rubin nochmal 230.000 Adamant ausgeben, um diesen in einen neuen Rubin umzuwandeln, der etwas besser ist. Und eine Level 55 Version. 200.000 Adamant. 230.000 Adamant. Und der kostet allein schon eine halbe Million Adamant. Also ich sag mal so, für Free-to-Play-Spieler, ihr könnt gehen. Ihr werdet nicht mehr gebraucht. Das Spiel richtet ab sofort nur noch die Leute, die Geld und Zeit haben. Wenn ihr davon beides nur ein bisschen habt, also ich will jetzt nur eine Stunde heute spielen, könnt ihr direkt vergessen. Ihr kriegt nichts mehr. Ihr kriegt absolut, ihr müsst um Dungeons zu machen. Also eigentlich erwarte ich jetzt noch, dass die rausbringen. Um weiter zu spielen können, müsst ihr jetzt einmalig 50 Euro bezahlen und dann noch im Monat mindestens 20 Euro bezahlen, damit man es überhaupt dann spielen kann. Und dann kommt dann noch Premium und alles andere dazu. Damit man ganz klar macht, das ist kein Free-to-Play-Game mehr. Das ist so eine Demo. Mit so vielen Einschränkungen, womit es keinen Spaß mehr macht. Ja. Also kommen wir zum Punkt. Also ich habe auf jeden Fall durchgespielt. Für mich ist es jetzt einfach durchgespielt. Man könnte jetzt einfach sagen, was hätte ich noch erreichen können? Erreichen können hier ein bisschen ein paar Prozente höher, hier ein bisschen Leben mehr. Hier noch ein bisschen Speed mehr, hier das auf 5000 bis 6000 die Spanne, hier 360. Und das wäre es dann gewesen. Eventuell auch noch hier, keine Ahnung, ein bisschen Rüssi mehr, das wäre gesteigert, hier ein bisschen mehr Run Speed. Eventuell wäre ich auf die verrückte Idee gekommen und doch noch etwas gegaukelt und dann da die Ablenkzeitsteine reingepackt. Wären eventuell sogar 5 gewesen. Wäre wahrscheinlich knapp bei 10.000 Leben gewesen oder Leben wäre geblieben. Die Steine dann Trupsen gehabt. Weiß nicht. Werde ich auch nicht erfahren. Hier war ich halt kurz vor komplett heilig. Hier genauso. Das wäre in den nächsten 3 Monaten alles fertig gewesen. Also quasi der komplette runde Abschliff in den Sommerferien. Wäre mein Charakter quasi perfekt gewesen und dann hätte er auch gerne eine Levelerweiterung kommen können. Dann hätte ich mich sogar wahrscheinlich drauf gefreut. Nachdem ich dann, nach, keine Ahnung, einen Monat richtig schön PvP gemacht hätte, aber nein, der bringt es jetzt. Ich glaube, ich denke einfach mal, 80% der Spieler sind noch komplett im Crafting drin, weil sie noch lange nicht überhaupt irgendwas gekriegt haben, beziehungsweise immer noch bei der Waffe sind, die zu craften. Und jetzt kommt eine Level-Erweiterung und sagt so: Jo, du hast irgendwie jetzt so 6 Monate versucht zu craften. Ja, das war jetzt alles für die Katz. Weil was macht nämlich Big Point, beziehungsweise die Entwickler? Die haben gemerkt, von der 45 Erweiterung auf die 50er, wir haben ihnen den Schaden erhöht. Das hat das PvP komplett zerstört. Wir sind jetzt auf jeden Fall schlau und erhöhen nochmal den Schaden. Mega krass. Das wird dem PvP garantiert noch besser kommen. Ja, also ich habe mir mal so ein paar Items angeguckt und auf jedem Item findet man irgendwie, ja, hat 20% mehr Schaden auf diesen Item. Und auch noch was mega, mega geil ist, jedes Item hat nicht mehr nur 5 Sockel, sondern 10. Und da kannst du dann deine Gauklersteine reinpacken, noch und nöcher. Das heißt, Leute, die Geld haben, können noch mehr ausgeben, um noch krasser zu werden. Quasi genau diese ganzen Steine hier, da kommen übrigens auch noch mehr, kannst du dann einfach, also Run Speed, also du kannst hier zu den Run Speed Steinen und noch ein Leben haben. Hier zu den Abklingzeiten noch Leben oder also einfach normale Steine plus die Juwelen. Du kannst beides haben. Zum Beispiel könnte ich hier zu diesen 5 Steinen nochmal 5 heilige Amethyst oder sowas reinhauen. Hierzu diese einen Crit-Steine
Schadensteine, die ich hatte. Oder zum Beispiel das hier könnte ich auch hier einfach reinpacken und noch fünf normale Edelsteine reinpacken. Hier, die hatte ich doch irgendwo hier so, ne? Hier zum Beispiel, die könnte ich dann auch easy mit einfach reinpacken, hier in die Zweihand. Ist möglich. Und dann denke ich mir so ganz ehrlich. Das war noch nicht das Ganze. Einmal, wie heißt es, die ganzen Sets, die man hat, können nun auf Rang 3 hochgespielt werden. Aber um in eine Rang 4, wie heißt es, die Rang 3 können in ein Rang 4 Set umgewandelt werden. Also erfarmt werden. Aber um eine Rang 4 Zwischenwelt zu kommen, brauchst du erstmal noch gewisse Fragmente, die du vorher erfahren oder kaufen kannst. Und wie es vorher war, hier mit den Portalen. Du kannst dir das hier so kaufen. Ne, es gibt danach nur noch so grüne. Und keine Ahnung, was die können. Bin auch gespannt, wie das alles umgewandelt wird. Eigentlich nicht. Ich werde jetzt erstmal in ein anderes Spiel reintauchen und das erstmal einen Monat spielen. Und dann gucken, wie sich das Spiel entwickelt hat. Weil es ist einfach mega klar. Es wird einfach zu der geldgeilen, schlechten Kopie von Diablo 3. Es ging ja mit der 50er-Erweiterung schon in die Richtung. Aber es hatte noch seinen eigenen Touch. Jetzt sagen sie, oh, guck mal. Wir gehen jetzt einfach komplett auf Diablo 3 und bieten für einfach alles das. Lassen die Spieler einfach für alles das bezahlen, was Diablo 3 schon in nur einmal musste. Also man hat Diablo 3 einmal gekauft, konnte alles spielen. In Diablo 3, in die Ragnarsang. Wir lassen die Spieler rein und lassen es für alles bezahlen, was es nur gibt. Oder die müssen halt 20.000 Jahre hier drin verbringen. Und das tut eh keine Sau. Ganz ehrlich, also ohne Geld kommst du in dem Spiel nach der 50er-Erweiterung nicht mehr weiter. Selbst mit so einem krassen Charakter, den ich mittlerweile habe, kommst du auch nicht mehr weiter. Soweit ich weiß, ist jetzt hier ein perfekter normaler Stein. Ich glaube, ein normaler Quasarstein oder wie die sich nennen. Auf jeden Fall. Schaden wird exorbitant erhöht. Und der Rest nicht. Und es wird keine Saphire mehr geben. Zumindest im Shop zu kaufen. Das wird dann extra, sind dann ab sofort die extra Gauklersteine, die dann 15 kosten für die Zweihandwaffe. Oder für eine Einhandwaffe 10. Für 4%. 8%. Für 15 Kleeblätter für die Zweihand, um die daneben zu packen. Also die ganze Erweiterung riecht einfach nur danach. Wir wollen einfach nur noch euer Geld. Ob ihr Spaß daran habt, ist uns egal. Ihr seid eh alle süchtig. Ihr hängt eh alle an der Nadel. Da können wir machen, was wir wollen. Ich spiel's trotzdem. Ja, leider gibt es da halt einfach solche Menschen, die dann halt so unterstützen. Die einfach sinnlos ihr Geld hier reinballern. Ah, okay. Wenn es den Spaß macht. Allerdings machen diese Leute den anderen Leuten das Spiel einfach total kaputt. Joa. Ich muss sagen, ich hätte gerne noch alles auf 55 gelevelt. Wäre auch kein großer Akt mehr gewesen. Die Waffe noch eben fertig gemacht. Also, wie gesagt, ich hätte 3 Monate mehr Zeit gebraucht und boom, wäre alles top, alles voll royal und fertig. Und ganz ehrlich, wenn die jetzt einfach sagen, ja. Mein Ziel ist jetzt ab sofort erreicht. Jetzt zerstören das Spiel, sodass das absolut keinen Spaß mehr macht. Ich dachte mir vor der, wie heißt es, vor der Fahrt, joa, die bringen jetzt einfach eine Level-Erweiterung. Ich denke mir so, ja, du willst am Anfang ein bisschen dagegen wettern. Und danach sagen, ja, es ist irgendwie auch okay, jetzt mache ich hier, keine Ahnung, die Teile, die hätte ich eh bleiben können. Ich glaube nicht, dass da groß sich was verändert hätte. Besonders wenn sie noch nicht mal die Maximum auf. Erhöht hätten, dann hätte ich mir einfach eine neue Waffe zusammengecraftet, die dann etwas besser wäre und wäre auch gut gewesen, aber die bringen ja das komplette Spiel auseinander. Und auch das Geilste, Rang 4 Sets, die haben jetzt auch wieder variable Werte. Oh, das hat die Leute ja echt mega gefreut, Alter. Variable Werte, das ist doch geil. Stellt euch vor, die bringen ab sofort nur noch Sets mit der variablen Werte. Von 1 erhöhter Schaden mit 2 Händen auf bis 9. Und du bekommst zu 90% immer nur so 1 bis 3%.
Es freut die Leute doch mega. Wie wäre es noch mit variablen Z-Boni? Dass sie von 1 bis 33 oder 1 bis 22% der Leute schaffen mit allen Waffen. Warum nicht so was? Ey, könnt ihr noch krass machen? Oder wie wäre es mit variablen Steinen? Dass ein, keine Ahnung, ein gesplitterter Diamant von 1 bis 7 vielleicht haben könnte an Widerständen. Dass eventuell quasi ein royaler Stein, den ihr euch craftet, eventuell sogar schlechter ist als ein perfekter. Warum macht ihr das denn nicht? Das könnte doch echt mega die Marktlücke sein. So, Moomonster. Ich schätze mal, das sind so 2000. Ja, schon, ich glaube 3000 Spielstunden, grob aufgerundet insgesamt, die jetzt drin standen in den letzten 3 Jahren. Ja, pro Jahr 1000. Es hat Spaß gemacht, besonders die 45er Zeit mit Yannick und auch Simon, aka geklont. Und sogar noch dem anderen, ich glaube Mario oder Martin, wie er hieß. Das waren echt so, haben wir Nächte durchgezockt, die haben echt mega Bock gemacht. Danach kam die 50er-Erweiterung, war halt dann echt nicht mehr so geil, da haben wir echt viele aufgehört. Dann kam der Piata-Bug. Ganz ehrlich, die Leute, die zu dem Zeitpunkt aufgehört hatten. Ich hätte diesen Bug ausnutzen müssen, sodass mein Account gesperrt gewesen wäre. Viel bessere Entscheidung. Und viel schneller hätte ich das Ziel erreicht, voll royal zu werden. Hätte ich dann instant geschafft. Wäre easy gewesen. Aber nee, ich musste ja so ehrlich sein und dann sagen, ja, hoffentlich bringt jemand weiteres. Ja, 2017, der nächste große Bug kommt bestimmt und dann hauen sie alle anderen ab. Eventuell bringen sie dann, keine Ahnung, direkt nach einem Monat, jo, einem Jahr, wir reduzieren die Preise oder erhöhen die Preise oder machen sonst wieder irgendwas. Ja, keine Ahnung, ihr könnt jetzt günstiger Andermann kaufen. Oder keine Ahnung, ihr bekommt jetzt mehr Andermann und wir bringen jetzt noch eine Aktion und pff, keine Ahnung. Ganz ehrlich, so auf so einem Goldesel hätte ich, würde ich gern sitzen und dann würde ich einfach die ganze auch so auf die Spielerschaft scheißen und sagen, ja, ihr kauft doch eh den Scheiß. Warum sollten wir überhaupt das ändern? So ist halt mit Drakensang der Weg. Aber wie gesagt, 5000 bis 6000 Schaden stelle ich mir jetzt gerade so vor. Die wären auch locker erreicht gewesen. Wäre die Waffe jetzt beim letzten Video oder vorletzten Video fertig gewesen. Und das Crafting-Video hatte auch absolut gar nichts mit einer 4-Gold-Waffe zu tun. Ich wollte nämlich in Wirklichkeit nur meine des ganzen goldenen Äxten einfach nur wegwerfen. Ich wollte gar nicht eine 4-Gold-Waffe craften. Habe ich auch erreicht. Ja. Bin ja mal echt gespannt, was er sich so nach einem Monat getan hat bei der Level-Erweiterung. Ich bin mal gespannt von, keine Ahnung, sag mal jetzt 1 Million Spieler, die noch spielt, dass dann hoffentlich, dass ich dann mal noch so ein, zwei Spieler sehe, die dann noch spielen. Aber so, nur so nebenbei, ich habe mir GTA 5 gekauft. Vor der Fahrt gab es für 30 €, dachte so, oh, wird eben geschnappt. Dachte ich mir so, wie sie wahrscheinlich kaum spielen, weil Drakensang dann irgendwie dich doch wieder mehr zieht. Aber mit den ganzen Sachen, du hast früher. Früher war es so, bei einer Levelerweiterung, du hast dich nicht ganz so mies gefühlt, weil es gab immer eine Konstante, die immer erweitert wurde, die immer eigentlich immer gleich blieb. Das waren die Steine. Die blieben immer gleich, man konnte sie immer schön weiterfarmen und man hatte zumindest etwas, wo man sich festhalten konnte. Und jetzt bringt man neue Steine, die die alten enorm entwerten. Und man bringt 5 zusätzliche Sockel, die die alten Steine enorm entwerten. Die Konstante, die immer da war, ist jetzt quasi weg. Die bringt nur noch ein Zehntel des Spiels. Und die werden auch immer. Also die normalen Steine werden immer zweitrangiger, weil die ganzen Items mittlerweile einfach so viel Schaden machen. Da ist es eigentlich egal, was für Steine du drin hast. Egal, welche alten Steine du drin hast. Eigentlich zählt es dann auch nur noch, ob du die neuen drin hast und welche Runen. Es gibt Runen für Zweihänder, die Blockstärke machen. Das heißt, du kannst ein Zweihand-Tank werden mit 80% und 10.000, nee, 20, 30.000 Grundschaden und eine 80% Crit-Wertung und keine Ahnung, ob sie vielleicht die Crit-Schaden erhöhen, aber wahrscheinlich auch und dann mit 1000% Crit-Schaden. Na, das PvP wird sich nachher genauso spielen wie in Diablo. Hast 1 Million Schaden und nur 10.000 Leben. Überlebt man easy.
Am besten bringen sie noch reflektierenden Schaden rein. Das heißt, die Gegner greifen sich noch nicht mal gegeneinander an. Weil wenn du den einen angreifst, bist du tot. Eigentlich sind dann beide tot. Also das Spiel ist, ganz ehrlich, nach der 50er Erweiterung haben schon viele gesagt, das Spiel ist komplett kaputt. Ich dachte mir so, nee, das Spiel ist nur etwas anders geworden. Hat sich sogar zum Teil auch echt in der Menge verbessert. Zum Beispiel die Dungeons haben echt mehr Bock gemacht, die Zwischenwelten, aber jetzt mit der 55er Erweiterung versauen sie die Dungeons extrem. Ich denke, es wird auch deutlich weniger droppen, was sinnvoll wäre. Und du brauchst halt übertrieben viel Zeit. So wie ich das auf dem Testserver gesehen habe. Zeit und Geld. Und wenn du das beides darauf keinen Bock mehr hast, dann such dir ein anderes Spiel. Wieder dann so, ja, spiel doch Lost Ark. Würde ich gern. Kommt aber erst in 5 Jahren. Keine Ahnung, seit 3 Jahren warte ich darauf, dass irgendwas kommt für Europäer oder eine Closed Beta für Europäer. Nee, ich glaube, letztlich gab es mal so eine Closed Beta für Asiaten. Eine Closed Beta. Das heißt, die brauchen noch 2 Jahre, bis es überhaupt in Asien erstmal draußen kommt. Das heißt, Minimum 3 Jahre für Europa. Weißt du, mittlerweile habe ich auch keinen Bock mehr auf das Spiel, weil so lange zu warten, tut man nur auf ein Blizzard-Spiel. Oh, ich könnte sogar Overwatch. Doch. Dann suche ich mir ein paar, bei denen ich dann Overwatch spiele und dann mache ich Overwatch. Aber fürs erste Spiel jetzt erstmal GTA 5. Sobald es erstmal runtergeladen ist, ey, 70 GB oder so, ja, das braucht bei mir 2 Tage zum Runterladen und es ist immer noch nicht fertig. Hab gerade erstmal die 17 GB geschafft. Also quasi ein Drittel. Knapp ein Drittel. Ja, Drakensang Online durchgespielt. So sieht der Charakter Momo-Monster aus. Wie gesagt, stellt euch vor, 5000 bis 6000 Schaden, 360 Crit-Schaden und dann alle Werte noch ein klein bisschen höher. Und das war's dann. Das war's jetzt erstmal für den Monat. Bring wahrscheinlich so ein kleines Video nochmal raus, mit wie ich einen royalen Stein verfeinere mit diesen komischen Moneys. Nee, wo ich ein. Nee, das kostet ja 230.000 an der Wand. Ich nehme den perfekten und verfeinere den mal und guck mal, was dann da für ein Stein rauskommt. Weil dafür habe ich genau passend an der Wand. Das kostet nämlich 300 Stück, glaube 3.000, 36.000 an der Wand. Und für so einen perfekten braucht man auch schon 200. Ja, ist ganz ehrlich, geldgeiler geht's kaum noch. Weißt du, da spielt man lieber Crossfire. Oder wie das hieß. Weißt du, da ist alles andere humaner als das Spiel. Ich dachte mir noch so, ja, es wird gar nicht mal so schlimm. Aber es wird schlimmer, also der Spruch schlimmer geht's immer, hat sich wieder bewährt. Also wer Bock hat mit mir GTA 5 zu spielen, im ersten Video werde ich dann irgendwie die Daten, den Charakter oder sowas da halt posten und dann auch eventuell lege ich mir einen Twitter-Account zu und sage immer vor eine Viertelstunde bevor jeder Aufnahme, ey Leute, ich bin gerade GTA 5 am Spielen, wer Bock hat, kann joinen. Ja, ich wette, du willst geiler mit GTA 5. Na, ist auch nicht so zeitintensiv wie Drakensang, weil bei Drakensang musst du halt echt eine Menge gespielt haben, damit du dann halt einigermaßen einen Fortschritt erzielt hast. Und das wird halt, wenn du nicht genügend Zeit und nicht genügend Geld, besonders Geld, in der 55er-Erweiterung hast, wirst du keinen Fortschritt erleben. Wirst du absolut keinen Fortschritt erleben. Da wirst du dir dann so nach 3 Monaten immer noch deinen unreinen Amethyst angucken und denkst dir, nur noch 3 Monate und dann ist es vielleicht eingesplittert. Das ist doch schön, das ist doch toll. Also darauf habe ich echt keinen Bock. Ne. Eventuell komme ich auch erst nach 3 Monaten wieder und gucke mir es dann auch erstmal an. Eventuell werde ich dann auch von den ganzen neuen Features erschlagen, was es so alles gibt. Und dann denke ich mir so, oh ne, ich habe keinen Bock mehr. Ist mir zu viel Neues. Ich denke, so in 6 Monaten gibt es einen neuen großen Bug. Oder während der Zeit, während ich weg bin, gibt es einen neuen großen Bug, was das Spiel auch wieder
breaken wird und dann quasi die Hälfte der Spielerschaft wieder weg ist. Ja, das war's. Dragesang Online durchgespielt. Ich bin fertig. Stelle ich in die Sammlung und dann suche ich mir ein neues Spiel. Wie gesagt, GTA 5. Und ich denke, das kann man, das glaubt, das ist so ein Multiplayer-Spieler, denke ich mir, das kann ich nicht durchspielen. Davon kann ich nur genug bekommen. Dann sagen wir so, okay, ich habe genug, leg's beiseite. Das habe ich jetzt offiziell durchgespielt. Besser geht der Charakter nicht mehr. Ist jetzt der beste Charakter, den ich mal erspielt habe. So, war, ciao.